dengelnde, seine abartige Lautstärke, um dann einen Sound rauszukriegen, der uns als Wohlklang darüber kommt. Schön wäre, wenn das natürlich veränderbar ist, wenn man es konfektionieren kann. Dass man Tonhöhen vielleicht verändern kann. Ja, es kann eine völlig neue Form errechnen, die wir, so weit können wir ja nicht denken. Die meisten denken, ein runder Körper kann nur eine Schwingung erzeugen, ne? Das ist ja nichts weiter als ein Werkzeug, ein modernes Werkzeug, mehr nicht. Ich möchte nicht auf was Altes zugreifen, was es schon gab, und mich immer wiederholen und Dinge bauen, die es schon gibt. Wir gehen hier sogar noch einen Schritt weiter. Weil wenn wir uns daran tasten, an das, was wir jetzt formulieren können, fangen wir da an, wo andere aufhören müssen, weil sie in der Begrenzung landen. Also ich würde mich total freuen, wenn wir das Projekt machen können. Also einerseits, weil ich eben ein Mensch bin, der offen ist für ganz neue Dinge und weil das für mich ja Lebendigkeit bedeutet, in einem Material, was nur industriell verwendet wird, einen Klang und eine Form einzuhauchen, spürbar zu machen und erfahrbar und spürbar zu machen. Das finde ich total spannend. Und eben zu sagen, künstliche Intelligenz und Roboter sind ja Werkzeuge, die letztendlich wir mit dem, was wir eben in Schwung bringen, ansteuern. Und da freue ich mich total drauf.